Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X-2. So, ich hatte jetzt hier nochmal geladen und zwar ging es ja darum, dass ich ausprobieren wollte, was passiert, wenn ich Brüderchen anspreche und dann den Weg durch so ein Loch wähle. Ich habe dann aber, ich musste sagen, ich habe echt lange gucken müssen, weil ich es gar nicht so offensichtlich erst gesehen habe. Das ist super weit vorgegriffen, deswegen lassen wir das erstmal. Das bringt uns so relativ am Ende des Kapitels und zum Ende der Story von Final Fantasy X-2. Und das wollen wir aber nicht, weil uns das Ganze halt zu viele Prozente kostet. Ich habe dabei aber noch was anderes gesehen. Und zwar gibt es ja hier im Maschinenraum diese vier Kisten. Die habe ich ja auch schon geholt. Scheinbar ist es aber so, dass man wohl noch was anderes finden kann. Aber auch nur in diesem Kapitel scheinbar. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie das geht. Ach, da. Wouldn't want to lose a finger or something. That's my baby. It's like you're talking to a person. Of course. After all, this ship is one of the Gold Wings too, you know. She's been around longer than me, huh? Me and her met for the first time right after you brought us this calm of yours. I'd caught word that an old airship was at the bottom of the sea way up in the north. Me and brother made our way through a sea of ice. A fog moved in, so thick, we couldn't tell west from east. On top of that, we were freezing our blitz balls off. Yep, I thought we were done for. Then, it appeared above us, a single gull, flying along out of nowhere, as if it had come to save us, right? We didn't have a lot of options, so me and brother chased after that gull with everything we had left. And, by some stroke of luck, we found this ship nestled within the ice. Along with our winged rescuer. Oh, so that's why we're the Gull Wings. And that's not all. Yeah? Actually, never mind. Buddy, please. Oh. We were lucky to find the airship, but we were still on thin ice, so to speak. See, we had nothing to eat. We were nearly dead from hunger. Yep, I really, really thought we were done for. Then, it appeared above us, out of nowhere, a single gull, as if it had come to save us, right? With the very last of our strength, we bagged that bird. And then we... Buddy? What? Thanks. I think I've heard enough. That bad? Mm-hmm. That bad, Im Englischen hat er gefragt, so schlimm? Also wahrscheinlich, dass seine Geschichte so schlimm ist. Und sie nur so, oh Mann, der Arme. Kommt im Deutschen tatsächlich echt schlecht drüber. Aber das auf jeden Fall ist nochmal so eine Zusatzsequenz, die uns ein paar Prozente gibt. Das bekommt man, indem man hier hinten, also ich habe jetzt hier die ganze Zeit wild rumgeklickt und an der letzten Kiste irgendwann ist er aufgetaucht. Und ja, dann sollte man diese Sequenz haben. Meine Info ist aber, man kann es mit dieser Sequenz bekommen, wenn man mindestens 60% hatte. Man müsste aber, um alles optimal zu haben, 75% am besten haben. Umso mehr Punkte gibt es dann. So, dann gehen wir jetzt mal wieder auf die Brücke. Wie gesagt, wir lassen die Löcher jetzt erstmal außen vor. Und wir haben aber noch verschiedene Orte, wo wir hin können, wo wir Missionen haben und so weiter. Wir fangen erstmal in Senna-Kent an. So, Ort der Erinnerung. Ein wichtiger Ort für dich, Yuna, nicht wahr? Sollen wir vor dem letzten Kampf mal vorbeischauen und landen? It's finally quieted down, huh?
Well, I guess your memories are finally safe, Yuna. Yeah. But I have to learn to be stronger, even places full of memories. Even a place like this can't last forever. I need to accept that. You want to not care? That's not what I'm saying. Just be yourself. I guess. Yeah, you're right. Perhaps one day, I'll find something more precious. But until that day comes, I want to protect this place. The monkeys can't do it alone. Do you see something? Maybe. So, wir haben die Episode abgeschlossen. Das war ja, wo wir ich weiß es gar nicht, war es Kapitel 2? Ich glaube, Kapitel 2 war das, wo wir angefangen haben, die Äffchen hier zu paaren. Und dadurch haben wir jetzt, weil das erfolgreich war, die Episode abgeschlossen bekommen. Wenn man das jetzt nicht machen sollte, steht da, glaube ich, nur Episode beendet. So, wir reden auch gleichzeitig nochmal mit Mei Chen. Yuna. Would you like to hear about Vegnagun? Ja, auf jeden Fall. Although Vegnagun was constructed during the Machina War, there is no record of it ever being used. One could argue that the coming of Sin made war a secondary concern. But the real reason was that Vegnagun was nothing short of a titanic failure. You see, it was quick to respond to hostility, but lacked the ability to discern friend from foe. A weapon that slaughters indiscriminately would be far too dangerous for actual use in combat. Incidentally, this is why Vegnagun was never considered as a measure to combat sin. Instead, it was locked away under Bavel. Jeez, Gramps, you really know a lot. Where'd you learn all that? That would be... Well? This should explain things. Gramps! You're dead? Mortifying, isn't it? Over the years, I managed to completely forget that I am unsent. It was only when I shook your hand, Lady Yuna, that I remembered. Why? 1,000 years ago, here in Zanarkand, I shook the hand of another young lady. 1,000 years? It was Len. Correct. It was quite a strange feeling shaking your hand. 2 different people from 2 distant times with exactly the same handshake. You've met a lot of people, huh? Yes, my child. Many meetings and just as many partings. The many people I have known have all journeyed to the far plane, leaving only me behind. Tis quite lonely. Gramps? Father? Do forgive me. My memories seem to have a mind of their own. So people really are connected. But of course. Well, Machen, thank you. I hope we meet again. As do I.
Ich will ja nichts sagen, aber das war mir schon in Final Fantasy X klar, dass das ein Leibloser ist. Aber ich fand's schade, dass er jetzt ganz weg ist, weil ich habe ihn doch immer sehr gerne gesehen, weil er immer viel tolle Sachen erzählen konnte. So, wir sind jetzt hier in Xanarcan fertig. Wir werden jetzt zurück zum Flugschiff gehen und uns jetzt wirklich in Reihenfolge aufmachen. Das heißt, wir gehen jetzt nach Bisaid. Okay, Bisaid ist schon angewählt. Lulus Baby ist geboren. Lulu und Wakas Baby ist auf die Welt gekommen. Ob der Name schon feststeht? Hey! It's a boy! You wanna meet him? Yeah! So, dann gehen wir doch direkt mal schauen. Ich habe das so ein bisschen in Erinnerung, aber ich wusste gar nicht mehr, was für ein Geschlecht es jetzt hatte, das Kind. Da bin ich ja mal gespannt. Bin ich jetzt echt in den Tempel gegangen? Hallo? Ich wollte eigentlich Lulu ansprechen. Dann spreche ich Waka an. Vielleicht geht's dann. Oh, er sieht aus wie ein Kobold. Rakulida! Look at his hands. They're so tiny. What do you think? He's cute, yeah? Good thing he don't look like me. Don't be silly. Look, he's got your mouth. Und die Haare. You think so? What's his name? I think the calm will end before Waka makes up his mind. Also ich wette, die benennen den ja nach dem Bruder. Also Chappu. No rushing, yeah? Naming my son is my first important decision as a parent. Becoming a good father requires intense emotional preparation, yeah? Du hast 10 Monate Zeit. How are you planning on preparing? Until my preparations are done, yeah? Strange. Wirklich komisch irgendwie, die zwei zusammen zu sehen. Die haben ja mal so gar nicht zusammengepasst, fand ich immer. Und ja, keine Ahnung. Das Kind war auch leider viel zu alt dargestellt. Das sah aus eher wie ein Jahr oder so. Um ein guter Vater zu werden, muss man sich da massiv seelisch drauf vorbereiten. Gut, das hat er ja schon gesagt. Ich guck mal, ob Lulu hier irgendwie noch zu sehen ist. Was sagst du? Mein Bruder versteckt sich immer hier. Boah. Lulu, wo bist du? Ah, da. Ich will, dass er entscheidet, auch wenn es etwas dauern sollte. Gib ihm doch mal einen Tipp mit Chappu. Ich meine, das ist doch wohl so klar. Ihr habt beide, also sie wollte ihn heiraten und er war der Bruder, den er total gelobt hat und so weiter. Der dann gestorben ist und plötzlich wird ein Junge geboren. Ist doch wohl klar, dass man ihn danach benennt. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht irre ich mich jetzt auch gerade. Aber ich bin der Meinung, das wäre eigentlich eine optimale Wahl. Auch wenn ich mein Kind nie nach einem Familienmitglied benennen würde, aber okay, okay. So, wir gehen jetzt zum Strand. Uns wurde ja unter anderem auch die Info gegeben, dass Beklem Bisaid verlassen wird. Da er ja nach, wo war es, Bevel oder Luca? Ich bin mir gerade nicht sicher, zurückbeordert wurde. Ich glaube, es war Bevel. Oder? Ich denke schon. Naja, wer weiß. Das hören wir wahrscheinlich eh gleich von ihm. Und da möchte ich auf jeden Fall, wie gesagt, schauen. Was haben wir denn hier eigentlich liegen? Ach so, das sind die Teile noch. Sind die einfach liegen geblieben? Ja, ich fand das jetzt schade, aber auch mit dem Baby, dass es so kurz abgehandelt wurde, so in der Art wie, ja, ist jetzt da. Aber was willst du machen? Das ist halt eigentlich nicht vorrangig hier in der Geschichte. Dum, dum, dum. So, wo haben wir denn? Also mir kommt 10.2 manchmal so ein bisschen wie Fanservice vor. Ich mag das Spiel auf jeden Fall. Ich finde es echt toll.
Aber es erscheint mir manchmal, wie gesagt, so ein bisschen Fanservice-artig. Zum Beispiel, ja, Pärchen ist zusammengekommen, man trifft alte Charaktere irgendwie wieder oder hört von denen und Baby wird geboren und für die Mädels, ja, wir können jetzt Klamotten wechseln und so was der Art und noch ein bisschen Popmusik rein. Ja. Has Waka settled on a name for his kid? No, not yet. Never could make up his mind. I have something here. I'd like you to give it to him. It's a memory of a war buddy. I give it to him myself, but you understand. Wichtiges Item, Spheroid eines Kameraden erhalten. All aboard! We'll be setting sail shortly. See, he gets it. Sorry. Practice harder. Next time we meet, let's blitz, yeah? Yeah. Show us that shot again sometime. Slackers to the very end. War ja so klar, dass er den obermega krass geilen Schuss drauf hat. Okay, das wäre es soweit. Jetzt gehen wir nochmal gerade zurück. Und werden den Spheroiden Waka geben. Ich bin ja schon mal gespannt, was drauf ist. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es ein Spheroid von Waka, von Chapu ist. Und der jetzt vielleicht so eine Art Erinnerung nochmal zeigt. Oder beziehungsweise so eine Botschaft an Waka. Man weiß es nicht. Ach, jetzt haben wir wieder den ewig weiten Weg hier lang. Aber was mir aufgefallen ist, ich hatte irgendwie gar keinen Kampf bisher hier. Oh, ich habe nichts gesagt. Na gut, okay, das sollten wir jetzt aber, denke ich, schaffen. Wir probieren es mal. Ich kann ja immer noch flüchten, wenn es gar nicht geht. Das hat gut Damage gemacht. 1895. Ui, Ability Teufelskugel erlernt. Guck mal doch direkt mal, ich glaube, sie war ja nicht mehr wirklich weit davon entfernt, den Job zu perfektionieren. So, Yuna, Zauberschütze, Terminator hat sie noch und so wie das aussieht, kommen hier noch zwei Dinger dazu. Aber ja, sehen wir einfach mal, wie sieht es hier aus, obwohl hier ist es alles auch nur bis dahin. Naja, oh shit, sorry. Das wollte ich nicht. Egal, muss ich mir eh nochmal durchgucken, wenn ich einen Job wechseln sollte. So, okay, dann gehen wir, wie gesagt, zum Dorf zurück und geben den Spheroiden ab, wie schon bereits erwähnt. Ich hätte hier so gern so Teleporter wie damals in dieser Omega-Höhle, wo, jetzt komme ich nicht drauf. Gilgamesh? Nee, also dieser eine Yojimbo. Wo Yojimbo war. Das waren immer tolle Teleporter. What's the matter? I thought I'd go say goodbye to Becklem. He's already der ist schon gone. Weg. Oh. He gave me this sphere. For me? Hey, let's see.
remember that time? Nah, you probably forgot. Something I told you back when we were kids, yeah? There's a sphere on the island, I said. Showing Mom and Dad. I lied. Truth is, there's no such sphere. I'm sorry. Back then, you'd lecture me no matter what I did. Someone has to keep you in line, yeah? I guess I was kinda bitter. That's why I made up that story about the sphere. If you got time to take pictures, you got time to pray. Especially since you're joining the Crusaders. Enough with the preaching. Someone has to keep you in line with our parents not around. Knock it off with the surrogate parent thing and give us both a break. I just need you to be my brother. His brother, yeah. I don't know why he just couldn't come out and say it. Anyways, you guys stay in the village till nightfall at least, yeah? Ja, hm. Ich wäre ein bisschen fertiger gewesen. Besonders, man hat ja... wie alt ist denn der? 19, 20, irgendwie sowas in der Richtung? Der hat sein ganzes Leben lang nach diesem Sphäroiden seiner Eltern geschaut und gesucht. Und jetzt gibt's das gar nicht. Da wäre ich aber schon sauer. Beziehungsweise nicht unbedingt sauer, sondern ich wäre auch überrascht gewesen, plötzlich ihn wiederzusehen nach so langer Zeit. So, ich glaube, ich muss Juno mal heilen, sonst gibt die mir gleich aus den Latschen. Ah, das tut so weh. So, okay. Wie gesagt, ab zum Dorf. Oh, was hast du noch zu sagen? Magst du Revolverheldin spielen? Nein! Finger davon lassen. Das muss ich nicht haben jetzt. Oh Mann. So, Angriff. Ups, keine Items. Angriff. Angriff. Was? Der ist schon tot? Wieso ist denn der Angriff so lange am Leben gewesen? Na gut, okay. That night, Waka gathered everyone in the village around the fire. Well, you probably know why I called you all here, huh? I'd like to introduce the newest member of Besaid Village. Oh, we already met him. Say, you picked a name yet? Don't tell me this is a brainstorming session. Like I do something like that. I chose a name. His name is Vedina. Okay. Okay. Everybody take good care of him, yeah? Yeah! Oh, yeah! Congrats! Nur ein Scherz, er heißt Chapu. I always try to cram myself into some kind of mold, you know? A blitzer, or a guardian, or a follower of Yevon, and now, a father. I always get so wound up about what I should be. But you know, in the end, I'm just me. Anyway, I can't keep coming up with new wakas all the time, eh? So it looks like I'll just have to start doing things my way. That's the way I'll write our story. Hang in there, Dad. Sin was nothing compared to diaper changing, huh? Thank you.
Hey, sorry it took me so long to decide on a name, Lou. It's all right. I knew it would be worth the wait. I had faith. You had faith in me? Waka, we're in this together. Whether you see it or not, I really do rely on you. Guess I'd better not drop the ball, yeah? You won't. They're in their own little world. Come on. Let's not bother them. So, ach, das war eine schöne Sequenz. Episode abgeschlossen. Das war die Quest zu dem Spheroiden für Waka, beziehungsweise von Wakas Eltern. Und da haben wir jetzt die Episode abgeschlossen. Falls ihr euch wundert, was das jetzt für eine Mission überhaupt war. So, ich würde dann jetzt an der Stelle erstmal den Part beenden. Ich werde jetzt gleich nochmal nach Resave runtergehen und die ganze PR-Sache machen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir nach Kilika gehen. Also bis dahin, ciao!